Ich muss mich, glaube ich, wirklich davon verabschieden, dass wir jemals wieder einen leeren Monat sehen, in dem ich nicht mindestens 10, 20, 30 Spiele habe, die mich theoretisch interessieren und die ich deswegen auch ein bisschen hier besprechen und an euch weitergeben möchte. Und für die Leute, die ja auch schon längere Zeit hier zusehen, die wissen ja, dass ich so Begriffe wie Sommerloch ein bisschen cringe finde, auch überhaupt nicht zutreffend und das meistens auch nur basierend darauf getätigt werden, dass die jeweiligen Magazine, die das weiterhin propagieren, nur über Spiele sprechen, die ihnen persönlich auch Klicks bringen. Und ich finde, das sollte abseits dessen auch gar nicht irgendwie benutzt werden. Es ist übrigens vollkommen fein. Also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass wenn ihr aus den Spielen hier nichts haben solltet, was euch interessiert, dass das irgendwie schlecht sei oder so. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich hoffe nur, dass in der Art und Weise, wie ich eben auch die Spiele, die mich persönlich interessieren, aus den verschiedensten Aspekten heraus, da vielleicht auch etwas mitgeben kann. Also dass alleine, wenn ihr jetzt schon ein oder zwei Spiele hier aus der Liste findet, wo ihr sagt, oh, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, das hatte ich gar nicht auf dem Radar, ich wusste gar nicht, dass da ein zweiter Teil von rauskommt, ich wusste gar nicht, dass das jetzt schon diesen Monat erscheint, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben davon gehört. Das ist cool, das behalte ich mir mal im Hinterkopf, das packe ich mir auf irgendeine Wunschliste. Dann habe ich aus meiner Perspektive heraus meinen Job getan. Einfach nur, weil ich es wichtig finde, dass wir ein bisschen versuchen, über den klassischen Tellerrand hinauszuschauen, dass wir eben auch mal Indies betrachten oder andere AA-Spiele betrachten, die jetzt nicht die große mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und da möchte ich auch mit der Videoreihe hier meinen Teil zu beitragen. Und ansonsten, ja, ist es auch einfach schön, mal ein bisschen casual nebenbei auf die ganzen Spiele zu blicken, die in einem Monat jeweils erscheinen. Und genau wie ich das auch die letzten Monate immer getan habe, für alle, die neu hier sein sollten, ich liste wirklich nur Spiele auf, die mich persönlich aus den verschiedensten Gründen interessieren, auch weil ich über andere nichts wirklich zu sagen habe. Also wenn ihr mir jetzt 3, 4 verschiedene Real-Time-Strategy-Spiele präsentiert, dann könnte ich zu allen nur sagen, oh ja, das sieht aus wie ein Spiel der Art. Das braucht, glaube ich, niemand, deswegen konzentriere ich mich auf die Sachen und damit es auch ein bisschen so noch interessanter hoffentlich wird oder zumindest ein bisschen mehr, stapel ich das Ganze in der Reihenfolge. Wir beginnen bei den Spielen, die entweder so aus dem Konzept leicht rausfallen aus gewissen Gründen, weil ich sie auch teilweise schon im Vorfeld gespielt habe oder weil ich noch nicht darüber sprechen kann und dann gehen wir von den Titeln, wo ich sage, oh ja, das interessiert mich so ein bisschen zu den Sachen, die möchte ich jetzt aus den verschiedensten Gründen. Es muss nicht mal das Spiel sein, von dem ich erwarte, dass es das Beste in dem jeweiligen Monat ist. Teilweise kann es auch, hey Leute, wenn wir zum Oktober kommen, wird Silent Hill 2 Remake definitiv ganz oben auf der Liste draufstehen und da gehe ich nicht davon aus, dass das ein gutes Spiel sein wird. Also ja, einfach nur die Sachen, wo ich dann nach unten hingehe und sage, das sind Spiele, die möchte ich aus den verschiedensten Gründen sofort in meine gierigen Griffel bekommen. Und was ich ebenfalls in meine gierigen Griffel bekommen möchte, beziehungsweise tatsächlich gerade in meinem gierigen Griffel habe, kann man das so sagen? Egal, sind die neuen Holy Hydration Sorten, die jetzt passend eben zur Olympiade erschienen sind. Und das sind 3 neue Sorten. Einmal Sauerkirsche, Ananas und Kokosnuss. Ich bin jetzt nicht so wirklich der Fan von Kokosnuss, aber ich kann verstehen, ne, es gibt ja auch die Leute unter euch, die Bounty lieben, die gerne weiße Sägespäne essen. Für Leute wie euch muss es eben auch eine Sorte geben, finde ich vollkommen verständlich. Für mich ist es nicht. Dafür liebe ich aber wirklich Sauerkirsche, finde ich absolut fantastisch. Das ist vielleicht sogar meine neue Lieblings-Holy Hydration-Sorte. Und auch Ananas ist ziemlich cool im Geschmack. Also ja, falls ihr die Sachen mal ausprobieren wollt, ihr könnt gerne, das empfehle ich immer, die Probierpakete. Da gibt es für jede Kategorie einzelne Probierpakete. Die könnt ihr euch dann auch in einer großen Version zusammenholen. Das empfehle ich immer für alle Neueinsteiger. Und dann könnt ihr auch den Code SPECKOBST5 benutzen. Da kriegt ihr bei eurer Erstbestellung 5 Euro Rabatt. Und für alle anderen, auch wiederkehrenden Leute, könnt ihr natürlich immer meinen Code SPECKOBST benutzen. Da kriegt ihr 10% Rabatt auf die gesamte Bestellung. Und es ist eine hervorragende Weise, auch mich und meine Arbeit zu unterstützen. Deswegen auch wieder vielen Dank an Holy und wir machen jetzt weiter mit den neuen Spielen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass es auch teilweise Titel gibt, die ich aus gewissen anderen Gründen am Anfang in die Liste setze. Und das liegt in dem Fall von Cat Quest 3 auch daran, dass ich es schon gespielt habe. Also ich habe das jetzt seit einer Woche hier rumliegen und es wird auch Ende dieser Woche eine Review dazu geben. Das heißt, mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ich habe jetzt auch mal in
dem Zug die ersten beiden Titel gespielt, die fand ich ganz nett. Was ich dann von dem neuen Teil halte, das kann ich dann sagen, wenn es rauskommt, ist genau wie die ersten beiden Teile wieder ein sehr visuell hübsch gemachtes Action-RPG, leichtere Kost mit einer etwas geringeren Spielzeit. Ich glaube, mehr sage ich dann in der Review, wenn es dann soweit ist. Das gleiche gilt auch für One-Button-Bosses. Das habe ich jetzt ebenfalls schon komplett durchgespielt. Und das Besondere an diesem Spiel ist, dass es wirklich nur mit einer Taste die ganze Zeit gesteuert wird, mit der ihr dann die Richtung wechselt, während ihr permanent auf den Boss in der Mitte feuert. Das Ganze wird dann auch nach hinten raus noch erweitert, aber auch hier kann ich dann ein bisschen mehr dazu sagen, wahrscheinlich in dem nächsten Podcast. Also das generell auch mal die Empfehlung dafür. Ich habe einen wöchentlichen Podcast, den Speckcast, da ist auch gerade die neueste Episode rausgekommen und viele Sachen, die ich jetzt nicht hier, bei denen ich es eben nicht schaffe, einzelne separate Videos zu produzieren, die bespreche ich dann in dem Podcast. Gibt auch öfter Stream-Aufzeichnungen, wenn ich die Sachen dann in meinem Stream auf Twitch, auch unter dem Namen Speckobst, könnt ihr gerne vorbeischauen, mir ansehe. Das nur mal so als der Hinweis, falls ihr euch fragt, hey, du stellst immer diese ganzen Spiele vor und dann kommen nur zu so 3-4 davon maximal Videos hier auf dem Zweitkanal. Was ist denn mit dem ganzen Rest? Den ganzen Rest, wenn ich dazu überhaupt dann auch komme, die Sachen zu spielen oder überhaupt dann Zugang dazu erhalte, da rede ich in dem Podcast drüber. Könnt ihr mal vorbeischauen. Speckcast, ich habe das auch unten verlinkt und ansonsten findet ihr das überall, wo es Podcasts gibt. Wir machen weiter mit einem Spiel, auf das ich jetzt auch schon eine längere Zeit Zugang hatte. Sam & Max, The Devil's Play House Remastered. Und da kann ich aber, weil das Original ja schon existiert, kann ich zumindest darüber sagen. Sam & Max, The Devil's Playhouse, das war die dritte Staffel damals von Telltale. Das ist ja kurz nachdem die Firma gegründet wurde von ehemaligen LucasArts-Leuten. Die erste Marke, mit der sie sich beschäftigt haben, war Sam & Max. Das war so diese frühe Ära von, oh, wir bringen eine Episode raus und verkaufen sie dann online über einen digitalen Service. Also das, womit sie ja nachher einen riesigen Erfolg hatten mit The Walking Dead, als sie dann auch die spielerischen Aspekte sehr zurückgefahren haben und sich rein auf die Narrative fokussierten. Das hatten sie auch schon damals gemacht und Sam & Max war das erste, mit dem sie an den Start getreten sind, waren da auch noch klassische Point-and-Click-Adventure und nach den ersten beiden Staffeln war dann so dieses finale Abenteuer The Devil's Playhouse und das ist in seiner originalen Version wirklich großartig. Ich würde sagen, das gehört zu den besten Point-and-Click-Adventuren, die ich jemals gespielt habe. Und da kommt diesen Monat jetzt auch, genau wie das schon im Vorfeld zu den ersten beiden Staffeln passiert ist, kommt jetzt auch ein Remaster zu Sam & Max The Devil's Playhouse raus. Und ja, da kann ich dann auch drüber reden in irgendeiner Form, sobald es dann erschienen ist. Toomba Special Edition, beziehungsweise Toomba Tambaruni hier in Europa. Das Ganze musste ja umbenannt werden. Ich glaube, also es wird immer gesagt, weil Toomba dann im, ich glaube, was war das, im Italienischen auch Grabstein bedeutet oder Grab bedeutet, deswegen hat man das scheinbar in Tombi geändert in Europa. Ich weiß nicht, ob das zu 100, also ob das dann der Grund war, aber es klingt auf jeden Fall wahrscheinlich. Jedenfalls, das alte PlayStation 1 Spiel ist jetzt nochmal in einer Neuauflage, einer Special Edition rausgekommen. Ich liebe das Original und der Grund auch hier wieder, ich habe es jetzt schon gespielt, das heißt, ich kann mich jetzt nicht mehr diesen Monat darauf freuen. Das ist aber schon bereits rausgekommen zum 1. August. Ich habe das auch schon im Stream kurz angespielt. Das heißt, falls ihr da so einen Eindruck der ersten, also wo ich mir wirklich jetzt nur die technische Umsetzung von dem ganzen Spiel ansehe, dann könnt ihr das auf dem Stream Archive-Kanal machen. Da habe ich das bereits hochgeladen. Und auch ansonsten werde ich definitiv in Zukunft, wenn ich das jetzt durchgespielt habe, dann auch nochmal etwas dazu sagen. Natsumon 20th Century Summer Kit. Auch da habe ich die Version bereits schon gespielt, weil der Titel ist vor ein, zwei Jahren in Japan erschienen und hat jetzt zum Glück auch endlich eine westliche Version bekommen, die diesen Monat erscheint. Und da bin ich auch sehr froh drüber, dass wir das noch in der Fassung hier bekommen werden, denn es ist so ein bisschen der spirituelle Nachfolger zu der Boku no Natsuyasumi-Reihe, von der es ja auch einen Shinchan-Spin-Off gab, was vor zwei Jahren auch bei uns rausgekommen ist. Falls ihr mehr zu Boku no Natsuyasumi
Konami wissen wollt, kann ich wie immer nur das großartige Video von Tim Rogers empfehlen. Ja, das geht 6 Stunden, das kann man sich dann ein paar Häppchen aufteilen, ist ein großartiges Video und erklärt eben auch das Spiel ganz gut. Und Natsumon, einfach weil die Boku no Natsu Yasumi-Reihe, die gehört Sony, die haben die Rechte da drauf. Das heißt, der originale Macher hat sich jetzt gesagt, okay, ich mache nochmal ein Boku no Natsu Yasumi, aber ohne, dass ich das so nennen kann, und wir machen auch nochmal ein neues Design für die Figuren, aber genau wie das auch in dem Shinchan-Spiel der Fall ist, falls ihr das mal gespielt haben solltet, hier geht es darum, dass ein kleiner 10-jähriger Junge, das seine Sommerferien auslebt, ne? Dass man aufs Land fährt und dann dort jeden Tag auch beginnt, so der ganze Ort macht dann erstmal so ein paar Dehnungs-Yoga-Übungen, irgendwas am Anfang, und dann geht man umher, sammelt irgendwelche Käfer, schaut sich irgendwelche Events an, redet mit den Leuten, versucht die verschiedenen Beziehungen voranzuführen, so kleinere Nebenaufgaben oder Sidequests zu finden. Ist eine coole Sache, und das Gute ist, dass es jetzt auch in der PC-Version erscheint, denn ja, es erscheint auch bei uns für die Switch. Ich würde aber tatsächlich allen Leuten raten, falls ihr die Möglichkeit habt, das Ganze für den PC zu kaufen, denn ich gehe davon aus, dass sich an den Performance-Problemen der Switch-Version nicht so viel getan hat. Das kann ich natürlich jetzt nicht wissen, bis die Version raus ist, aber die japanische Version, die läuft teilweise recht grausig, leider. Und ich gehe davon aus, dass man, selbst wenn die PC-Portierung jetzt nicht so gut sein sollte, dass man so einen Titel mit einer kräftigeren Maschine bruteforcen kann, gut zu laufen, würde ich jetzt mal von ausgehen. Das nur in der Form. Ich empfehle das Spiel definitiv, ich finde das großartig, aber die Performance-Probleme und gerade Leute, die so ein bisschen davon, ne, die sich schon keine Lust mehr haben, aber jetzt wieder ein Switch-Spiel, was nicht so gut läuft, was nicht so gut optimiert wurde. Gerade den Leuten möchte ich das von vornherein eben sagen. Ich weiß, dass da andere weniger ein Problem mit haben. Deswegen, falls ihr da auch keinen Bock drauf habt, dass das Spiel dann nicht optimal läuft, lieber zur PC-Fassung greifen. Beziehungsweise warten, bis es raus ist und gucken, wie gut der PC-Port ist. Ihr braucht die Sachen nicht vorbestellen. Wartet, bis sie raus sind, Leute euch sagen können, ob es gut ist oder nicht. Und dann könnt ihr selber die Entscheidung treffen. So, nach dem ganzen Kladderadatsch kommen wir jetzt endlich zu den Spielen, die ich noch nicht gespielt habe diesen Monat. Es ist wirklich absurd, aber wir haben trotzdem noch knapp 30 Titel übrig und wir beginnen direkt mit Concord. Ja, es ist der 5v5 Hero Shooter von Sony, der sich ja jetzt schon eine Zeit lang in der Beta befand und jetzt Mitte, Ende diesen Monats auch endlich erscheint. Und ich habe persönlich kein spielerisches Interesse daran. Also deswegen habe ich es auch so ganz weit nach unten gepackt. Ich habe keine Ahnung von Hero Shootern. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Runde Overwatch gespielt. Mir ist das auch vollkommen egal. Mich interessieren kompetitive Shooter nicht wirklich und dann interessieren mich solche Hero Shooter noch einmal weniger. Das, was mich aber interessiert, ist das Ganze drumherum. Ich würde mal gerne wissen, wie das Spiel performt. Ich würde mir vor allem auch gerne ansehen, weil ich finde es sehr interessant, dass man hier gesagt hat, wir verkaufen das. Das ist kein Free-to-Play-Spiel. Wir wollen da wirklich 40, 50 Euro oder so für haben. Ne, genau wie das Anfang des Jahres bei Helldivers 2 der Fall war. Und versuchen scheinbar so einen ähnlichen Erfolg noch einmal zu haben. Nur gehe ich davon aus, dass das bei einem Hero-Shooter nicht so funktioniert, wo du direkte Konkurrenz hast, die Leute einfach so spielen können, im Gegensatz zu einem kooperativen Spiel wie Helldivers 2, was du notfalls auch alleine spielen kannst. Also das sind für mich zwei verschiedene Projekte und da Leute auf seine Seite ziehen zu wollen, bei einem Spiel, wo du erst einmal für bezahlen musst, bevor du richtig reinkommst, weiß ich nicht, ob das in der heutigen Zeit wirklich noch so funktioniert. Auf der anderen Seite finde ich es ja löblich, dass sie sagen, wir möchten keinen Battle Pass, Season Pass oder sonstige Dinge hinzufügen, sondern du kaufst dann das Spiel und dann kannst du das spielen und dann kriegen wir auch den Content hinzu und wir versuchen da noch so Story-Segmente, Kladderadatsch, das reinzupacken. Das heißt, der Teil interessiert mich. Es interessiert mich so der mögliche Erfolg oder Misserfolg des Spiels und auch der Aufbau, wie es monetarisiert ist oder eben nicht monetarisiert ist, wie diese Handlungselemente eingefügt werden, das ist der Teil, der mich interessiert und weswegen ich es auch gerne spielen würde. Der eigentliche das eigentliche Kern dieser Hero-Shooter, das 5v5-Ding, das könnte mir egaler nicht sein. Aber trotzdem wollte ich es mal erwähnt haben und deswegen auf die Liste setzen. Wer mich kennt, der weiß, ich liebe Arcade-Spiele, ich liebe Arcade-Racer und alles, was irgendwie in die
diese Richtung geht. Und wer mich ebenfalls kennt oder verfolgt oder auch auf meinem Patreon die ganzen Reviews gesehen hat zu Spielen, die ich mir angesehen habe, der weiß auch, dass ich von allen Arcade-Racern aus den letzten Jahren einfach nur massiv enttäuscht bin, dass jedes neue Indie-Spiel, was ich mir angucke, was sagt, oh, wir sind wie Burnout, oh, wir sind wie Outrun, oh, wir sind wie das und das, wir sind wie Mario Kart, nur Enttäuschungen, keines davon konnte mich wirklich begeistern, aber ich versuche immer wieder solchen Spielen, egal in welche Richtung sie gehen, solange es nur in irgendeiner Form arcadisch zugeht, versuche ich eine Chance zu geben. Und genau das gleiche möchte ich auch gerne mit Monster Jam Showdown machen. Ich bin jetzt zwar nicht so der Fan von Monster Trucks, aber zu sehen, oh, es geht in eine arcadigere Richtung und ich habe hier nicht nur Rennen, sondern ich habe auch noch ein komplettes Segment, wo es nur um Tricks geht. Das ist natürlich eine Highscore und Herumtricksen auch mit Fahrzeugen ist eine Sache, die ich immer großartig finde. Das habe ich zum Beispiel auch bei den späteren Dirt-Titeln richtig geliebt, ne? Gerade dann eben auch beim Zweier und vor allem eben beim Dreier. Und dann zu sehen, ja, Monster Jam versucht das in beide Richtungen so mit, ne, das könnte so das, wenn es das Dirt 2 der Monster Truck Spiele sein könnte, dann fände ich das absolut großartig, aber ich kann es null einschätzen von dem, was ich da sehe und deswegen packe ich es ein bisschen weiter unten auf die Liste, aber würde es definitiv ausprobieren, wenn ich die Chance dazu habe. Dustborn sieht ein bisschen nach Cringe aus, aber unterhaltsamer Cringe. Es kann auch sein, dass es tatsächlich gut ist und auch mich dann überrascht und gut geschrieben ist, das kann immer noch sein, aber basierend auf dem Trailer-Material, was bisher gezeigt wurde und auch basierend auf den Dialogen, die gezeigt wurde, ja, da sieht es so ein bisschen, wo halt wirklich dieses Fremdscham-Gefühl aufkommt. So, ich weiß, dass man vielleicht in der heutigen Zeit oder ich dann auch den Begriff wie Cringe überinflationär benutze, aber hier war es wirklich so. Ich habe mir das Material angesehen und ich bin so ein bisschen in meinem Stuhl versunken. Ich war, als hätte ich eine Zitrone eben gegessen und wäre dann so alle Muskeln in meinem Gesicht haben sich zusammengezogen. Aber den Stil finde ich generell ganz cool und solche narrativen Spiele, denen möchte ich auch immer eine Chance geben und ich hoffe, dass es mich überraschen kann. Ich hoffe, dass es nur schlechte Trailer hatte, die mir persönlich nicht gefallen, aber das müssen wir dann sehen, dafür muss ich spielen. Viel Vertrauen habe ich nicht, aber die Chance möchte ich zumindest geben. Squirrel with a Gun kommt jetzt auch diesen Monat raus und auch hier ist es wieder so ein Spiel, ich weiß nicht, ist es nur ein Meme-Spiel, weil ja, es ist dieses eines von diesen Konzeptmodellen, die denken, oh, wäre es nicht lustig, wenn ich einem Eichhörnchen eine Waffe gebe? Und dann bauen wir das noch aus, dass das Eichhörnchen nicht nur mit einer Pistole rumlaufen kann, sondern auch noch mit einer Shotgun oder einer Sniper-Rifle oder einer Bazooka-Raketenwerfer, alles Mögliche eben. Und das ist so eines von diesen Konzepten. Du siehst dann ein Video davon auf Twitter und denkst dir, hahaha, ist das nicht lustig? Und dann bekommt es die ganze Aufmerksamkeit und wird dann auch produziert, bekommt dann Gelder, Publisher. Und dann hast du nachher das Problem, scheiße, jetzt müssen die Entwickler auch ein tatsächliches Spiel daraus machen. Das ist eines von diesen Twitter-Spielen, von diesen GIF-Spielen, wo ich öfter schon mal drüber gesprochen habe, Sachen, die in einem kurzen Video und so einem Konzept hervorragend geil klingen. Und dann muss aber auch nachher das letztendliche Spiel noch gut funktionieren. Und oftmals ist es leider so, dass dann nicht geschafft wird, aus dieser initialen, lustig klingenden Idee irgendwas Interessantes zu machen. Und auch hier, deswegen packe ich das Spiel ein bisschen weiter nach unten. Ich sehe zumindest interessante Ansätze, also zum Beispiel auch die Tatsache, dass das Schießen mit dem Plattforming verbunden ist. Also dass dann eben auch das Eichhörnchen die Pistole benutzen kann, um nach unten zu schießen, damit man dann nach oben aufsteigt. Also quasi fürs Springen, fürs Plattforming und auch was ich jetzt in den neuesten Trailern, in dem Leveldesign gesehen habe, dass sie da versuchen, ein bisschen absurder zu sein, dass du in einem Haus bist und dann ist der Boden, the floor ist Lava und dann musst du auch mit deinen Waffen da rumspringen und dich in der Luft halten und auch die Tatsache, dass sie mehrere Waffen eingebaut haben, klingt eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, wie lange sich es visuell trägt, immer nur in dieser White Picket Fence klassischen amerikanischen Vorstadtumgebung rumzulaufen und scheinbar auf die immer gleichen Soldaten zu schießen. Ja, die verschiedenen Finishing Moves, die sehen auch ziemlich cool aus, das finde ich auch nice und ich glaube, allein dafür lohnt es sich vielleicht mal so kurz reinzuspielen, aber
erträgt das sich außerhalb dieser ersten halben Stunde von hahaha, ist das lustig, und kommt dann noch irgendwas oder ist es die ganze Zeit nur eine Wiederholung? Ich hoffe, das ist wirklich ein cooles Konzept, also dass man dieses Konzept nehmen konnte, um auszuarbeiten, aber müssen wir eben sehen, ich würde die Chancen aus meiner Erfahrung eher gering einschätzen, aber vielleicht werde ich ja positiv überrascht. Hoffentlich werde ich positiv überrascht. SteamWorld Heist 2, da werden sich jetzt einige Leute, vor allem eben Fans vom originalen SteamWorld Heist, dann fragen, wow, was ist da los? Warum ist das so niedrig? Das war doch voll das geile Taktikspiel. Björn, warum machst du das nicht sofort auf die 1? Und das, ja, das liegt daran, dass ich den ersten Teil nicht gespielt habe. Das heißt, ich schaue da drauf und sage, rundenbasierte vor allem von der Seitenansicht 2D-Taktikkämpfe. Das finde ich generell interessant, aber in dem Genre ist es für mich so sehr stark Hit or Miss. Und basierend auf dem Trailer-Material kann ich für mich persönlich nicht so 100% abschätzen, ob es mir zusagt oder nicht. Das heißt, da muss ich dem Spiel definitiv, so, ich möchte eben eine Chance geben, ich möchte das mal wirklich ausprobieren. Vor allem, nachdem mir immer so viele Leute gesagt haben, nein, das Original war auch ganz geil. Klar, sollte ich jetzt auch mal ausprobieren. Generell diese ganzen SteamWorld-Spiele, die auch in andere Genres reingehen, die habe ich teilweise auf der Festplatte. Ich hatte irgendwie nur nie Zeit gehabt. Ich glaube auch, weil der Stil mir in keinem der Spiele so zu 100% zusagt. Das sieht für mich immer aus wie so ein relativ generisches Comic-Design. Also da sticht für mich jetzt nichts großartig hervor. Das trifft für mich zumindest auch bei SteamWorld Heist 2 zu. Aber erneut, ich möchte da eine Chance geben. Ich kann es halt nur persönlich null abschätzen und deswegen ein bisschen weiter unten. Nicht ganz nach oben auf die Liste geschafft, aber auf jeden Fall ganz oben, wenn es um die Anzahl der Wörter im Titel geht. Denn das nächste Spiel heißt That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles. Also ja, es ist die spielerische Adaption eines Anime, der eine Adaption, ich weiß nicht in dem Fall, ob es ein Manga ist oder eine Light Novel, oder es gab eine Light Novel und dann gab es ein Manga und dann gab es ein Anime und dann gab es jetzt das Spiel, ist ja eigentlich auch relativ egal. Es ist ein weiterer von diesen Isekai-Titeln, die sich natürlich dann auch sagen, okay, das ist jetzt ein bekanntes Genre, es ist auch ein absurdes Genre, also machen wir mit dieser Absurdität weiter. Wäre es nicht lustig, wenn du dann als Schleim zurückkehren könntest. Ich meine, es gibt ja auch, glaube ich, irgendwas, wo du dann Kühlschrank bist oder so. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber das, was ich hier sehe, sieht zumindest ganz cool aus, hat Potenzial, wenn ich mir dann betrachte, oh, 2D, Action-RPG-Titel, kommt natürlich darauf an, wie der RPG-Teil aussieht, und dann kommt es eben auch darauf an, wie das Gegnerverhalten, wie das Kampfsystem aussieht, aber es schaut zumindest recht kompetent aus, und alleine deswegen möchte ich dann, weil ich habe immensen Spaß an solchen Spielen, wenn sie gut umgesetzt sind, dann würde ich denen auch immer gerne eine Chance geben, und im schlimmsten Fall ist es so leichte Kost, wo du dann nach einer halben Stunde sagst so, ja, okay, ganz nett, mehr nicht, also die Chance, die möchte ich dem auf jeden Fall geben. Closer the Distance, ein narratives Spiel, bei dem es, so wie ich das aus den Trailern entnommen habe, darum geht, dass man in so einem Ort irgendwas scheinbar, ich weiß nicht, ob das alles der gleiche Vorfall ist, dass Leute irgendeine Person verloren haben oder dass es da um verschiedene, mehrere Schicksale geht. Auf jeden Fall geht es narrativ um die Bewältigung, also den Umgang mit dem Tod, dass irgendjemand im Umfeld gestorben ist oder vielleicht auch da kurz davor sein kann, irgendwie zu sterben, und dass man dort dann mit Leuten interagiert und eben auch sieht, wie sie miteinander interagieren. Und das ist ein sehr schwieriges Thema, es ist aber auch ein sehr interessantes Thema, und genau deswegen finde ich es persönlich auch immer so interessant, dann zu sehen, okay, wie gehen denn Spiele damit um, oder generell, wie gehen eben Geschichten, Medien damit um. Ich kann es jetzt mehr basierend von dem, was ich in den Trailern gesehen habe, auch nicht abschätzen. Das ist so eine Sache, kann mega geil sein, kann auch super generisch und langweilig sein, aber auch erneut, ich weiß, ich sag's die ganze Zeit hier, möchte ich gerne eine Chance geben. Gory Cuddly Carnage verbindet mehrere Sachen, die ich mag. Ich mag Katzen sehr gerne. Ich mag Gore sehr gerne. Ich mag Action-Titel sehr gerne. Und ich mag Skateboard-Spiele sehr gerne. Und dieser Titel kombiniert alles zusammen, leider mit einer kotzenden RGB-Optik. Also es sieht wirklich aus, als wirst du bei einem Zoomer im PC irgendwie da rumskaten. Keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Vor allem, weil ich Gore auch dann lieber mag, wenn es dann mit einer klassischen Horror-Ästhetik daherkommt. So, ja, das kann funktionieren. Das kann funktionieren, wenn du es wie zum Beispiel in Lollipop Chainsaw umsetzt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch ein bisschen aufgesetzt und wirkt, ist relativ
relativ hoch. Das Spiel selber sieht noch ein bisschen janky aus, deswegen habe ich es auch eher so, ne, ins untere Mittelfeld gepackt. Aber die Idee dahinter zu sagen, oh okay, wir haben hier ein Plattformer-Spiel, bei dem du auf so einem, also es ist ja kein, es ist ein Hoverboard, aber Hoverboards funktionieren eigentlich genauso wie Skateboards, sind für, also in Spielen zumindest, sind wir mal ganz ehrlich. Und damit kann ich auch noch angreifen. Das heißt, ich kombiniere Plattforming mit 3D-Action und das ist eine Sache, da habe ich im Prinzip immer Bock drauf und deswegen Gory, Cuddly Carnage. Ich hoffe, es wird gut. Akimbot, also man hätte auch einfach reinschreiben können, Ratchet & Clank, also wir haben Ratchet & Clank zu Hause. Also okay, das klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber es ist sehr offensichtlich, wenn man sich Gameplay-Material davon ansieht, das soll ein Ratchet & Clank inspiriertes Spiel sein. Ich finde den Namen ein bisschen so, ja, Akimbo und dann Akimbot, I get it. Aber ich glaube, sowas funktioniert immer besser, wenn du das dann auch tatsächlich, also gerade wenn es eine Hommage an irgendwelche alten Plattformer ist, dann finde ich, funktioniert es auch besser, wenn man sie in die Richtung benennt, also nach irgendwie den verschiedenen Charakteren. Jedenfalls, egal, auch hier, das, was mich so ein bisschen zurückhält, genau wie bei Gory, Cuddly Carnage, ist der visuelle Stil, den ich leider sehr, sehr generisch finde, aber als einen Titel, der sich dann an einem Ratchet & Clank versucht und daher natürlich auch scheinbar mehr in die Action-Richtung zu gehen und weniger das Plattforming, also natürlich beides kombiniert, aber was ich jetzt in den Trailern sehen konnte, zumindest dort war der Fokus deutlich mehr auf den Kämpfen und da mich die Hauptreihe bei Ratchet & Clank, könnt ihr euch ja gerne, ich habe ja zu Rift Apart eine Review gemacht, als ich es gespielt habe vor ein paar Jahren, ich bin von den aktuellen Titeln nicht so der Fan, ich bin nicht so ein großer Fan von Remake gewesen, ich bin nicht so ein großer Fan von Rift Apart gewesen, das heißt, die Chance oder zumindest der Platz ist da, also den kann Akimbot einnehmen. Ich hoffe, dass es in dem Fall auch das schafft, aber es ist sehr, sehr schwer, die Qualität basierend auf dem gezeigten Material für mich genau einzuschätzen. Und einschätzen, gut einschätzen, das gilt auch für Motor Doom. Ah, immer diese, einfach mal überall irgendwelche Umlaute mit reinpacken. Das ist Metal. Wir müssen nur genügend Umlaute mit reinnehmen, dann passt das eben schon. Aber ja, auch hier wieder einen Titel, der auf Papier genau mein Shit sein sollte. Wir haben eine PlayStation 1 inspirierte Low-Poly-Optik. Wir haben Tony Hawk-artiges Skate-Gameplay. Wir haben eine Horror-Ästhetik mit den Figuren. Und dann auch noch ein Action-Shooter-Kampfsystem. Also so ein, ja, fast schon, ich weiß nicht, wie du das dann nennst, so Horde-Gameplay. Was ist die genaue Genrebezeichnung für ein FPS wie Serious Sam? Das ist ja auch nochmal, das ist ja eine andere Art von First-Person-Shooter als ein, keine Ahnung, jetzt ein Halo oder ein Call of Duty oder so. Es geht ja wirklich, das ist mehr so ein Twin-Stick-Shooter aus der Ego-Perspektive und das fühlt sich an wie so ein Twin-Stick-Shooter aus der Third-Person-Perspektive. Ich weiß gar nicht, so Horden auch von Gegner kommen auf einen zu, da gibt es garantiert irgendeine Bezeichnung davon für die Klassifizierung und währenddessen Fahrt und Skate, also du hast dann wirklich auch so Fahrzeuge, mit denen du dann aber trotzdem auch auf der Umgebung skaten kannst und musst währenddessen tricksen, die Leute kommen auf, also die ganzen Gegnerkorden kommen auf dich zu, du ballerst sie ab und das einzig Leidige daran, wo ich noch so ein bisschen bin, ist, dass es auch noch ein Roguelike sein muss, aber alleine für die Kombination aus den genannten Sachen, alleine für die visuelle Ästhetik, die mich eben komplett anspricht, da kann ich dann auch sagen, ja dann spiele ich es, es ist zwar ein Roguelike, aber dann spiele ich es eben, trotzdem versuche ich es mal aus. Solange das grundlegende Spielverhalten, solange das grundlegende Gameplay und eben auch das Traversal und wie sich es eben anfühlt, herumzufahren, zu schießen, zu grinden, wenn das fein ist, dann ist mir der Aufbau, glaube ich, nachher auch relativ, ich meine, okay, dann fände ich es immer noch besser, wenn es designte Level wären, das wird bei mir immer der Fall sein, aber dann kann ich es auch in Kauf nehmen. Also ja, Motor Doom. So, es wird einfach, die packen die Umlaute rein, dann werden sie eh nicht ausgesprochen. So, Motor Doom. Meine Fresse, egal. Gundam Breaker 4 kommt jetzt endlich auch mal ein Teil zu uns in den Westen. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, es gab noch einen Zwischenteil. Ich weiß nicht, ob das ein Spin-Off war. Es gab irgendwas nach Gundam Breaker 3 und jetzt zwischen Gundam Breaker 4, was keine Zahl hat. Ich weiß nicht irgendwie, ob es New Gundam Breaker oder irgendwas anderes war. Und ich weiß auch nicht, ob es ein neuer Hauptteil sein sollte oder Spin-Off. Ist auch vollkommen egal. Aber jetzt mit einer Zahl eben dran, der erste, der hier offiziell auch bei uns erscheint. Der dritte hatte zwar eine englische Version, die in asiatischen Märkten rausgekommen ist, die ich auch hier
hier besitze, aber nie gespielt habe. Und mit dem vierten würde ich auch mal gerne einsteigen in das Ganze, weil es sich ja so ein bisschen auch an dieser Gunpla-Mechanik bedient. Oder dass du dir selber noch so deinen eigenen Mech-Gundam-Roboter hier zusammensetzt, die verschiedensten Teile kombinieren kannst und dann eben in die Kämpfe reingehst, die jetzt auch nicht so super hardcore in ihrer Ausführung sein sollen, von dem, was ich da immer verstanden habe, dass du natürlich relativ tief auch in das Ganze bauen und alles Mögliche reingehen kannst, aber dass es jetzt mechanisch nicht das vollkommen überwältigende Spiel ist, sondern dass es wirklich mehr darum geht, eben auch den Spaß mit den ganzen Builds zu haben und den ganzen Kram auszuprobieren. Und als jemand, der bei Gundam immer so ein bisschen drauf guckt und so, ah, ich finde die Gundam Warrior Teile, die Musso-Spiele, die finde ich super und ich finde generell Max auch ziemlich cool, und dann versuche ich so Sachen mal aus, wie so ein Virtua-On und finde das auch geil, aber komme irgendwie nicht zurecht. Dann versuche ich mich was wie an Armored Core auch letztes Jahr und finde es dann mega geil, aber bin vollkommen überrannt von den ganzen Systemen und Menüs und allem Möglichen. Da komme ich nicht drauf klar und musste erstmal mich gut was einarbeiten. Und ne, ich finde auch so, dass im echten Leben die Sachen zu bauen und solche Gunpla-Sets zu haben und da Dinge zu kombinieren. So, das ist alles Dinge, die mich in irgendeiner Form interessieren, und deswegen schaue ich da auf Gundam Breaker 4 und sage, ja, ich glaube, jetzt ist die Zeit reif, jetzt ist die Zeit gekommen. Neuer Teil, der auch bei uns rauskommt. Mal ausprobieren und hoffen, dass man darin auch ein bisschen versinken kann. Kitsune Tales, das ist jetzt so ein Spiel, wo ich glaube, dass da niemand von gehört hat. Also ich zum Beispiel auch nicht. Vielen Dank gehen übrigens nochmal raus an Knöbel. Könnt ihr alle folgen, falls ihr noch auf Twitter unterwegs sein solltet, auf der Höllenseite @Knöbelbrot. Der bedient euch nicht nur mit dem besten Newsfilter, den ihr irgendwo bekommt, sondern er macht auch Anfang des Monats immer eine komplette Übersicht aller Releases, an der ich mich auch immer bediene. Und da gibt es jedes Mal Spiele, auch vor allem eben Indie-Titel, von denen ich noch nie was gehört habe, die ich nur über diese Liste mitbekomme. Da bin ich immer sehr froh darüber. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal ansehen. Dann werdet ihr sowieso alles, was ich hier in den monatlichen Videos zeige, zumindest mal irgendwie gesehen oder gehört haben. Und Kitsune Tales gehört auch dazu. Und das ist ein Spiel, das sich sehr stark an so eine Mischung ein bisschen, habe ich das Gefühl, aus Super Mario Bros. 3 und Super Mario World ist in seinen Mechaniken. Und da auch versucht, dann genau wie das ja bei vor allem Super Mario World der Fall ist, in der Hacking-Szene mit diesen ganzen Kaizo-Karten, dass du auf der einen Seite, okay, wir machen unsere klassische Singleplayer-Level, durch die du normal mit einem Schwierigkeitsgrad durchkommen kannst. Und dann gibt es aber auch die super Hardcore-Stages, die auf so einem Level wie die Kaizo Mario-Sachen sein sollen. Und dann hast du aber auch noch wirklich eine vertonte Kampagne, wo eine von den Synchronsprecherinnen, die eine von den Hauptprotagonisten aus River City Girls gesprochen hat. Also das war auch nochmal so eine, weißt du, du siehst einen Screenshot davon, du guckst da drauf und dann denkst dir, oh, das wirkt wie eines von diesen 5-Euro-Spielen, die permanent auf Xbox, auf Switch und auf PlayStation geworfen werden, die dann auf der PlayStation super easy Platin-Trophäen haben, auf der Xbox super easy 1000 Gamerscore haben. Und da musste ich dann schon mal ein bisschen drauf gucken, mir den Trailer länger ansehen und eben auch mal über das Spiel kurz was recherchieren. Und dann habe ich festgestellt, oh nein, das sieht wirklich nach einem sehr coolen, sehr kompetenten Plattformer aus und auch in eine Richtung, die wir heutzutage nicht mehr wirklich geboten bekommen. Und deswegen, ich hoffe, dass es auch genauso gut ist, wie ich da einen Eindruck habe, und werde mir das dann auch demnächst definitiv mal in einem der kommenden Streams ansehen und wahrscheinlich dann im Podcast darüber berichten. Dungeons and Degenerate Gambler. Klingt's, also wenn man das jetzt anguckt, dann denkt man sich, oh, jetzt hatten wir diesen großen Erfolg Anfang des Jahres mit Balatro, jetzt kommen die ganzen Kopien her. Tatsächlich ist es so, dass Dungeons and Degenerate Gambler vorher angekündigt wurde. Es gab vor der ersten Balatro-Demo letztes Jahr, gab es eine Demo zu dem Spiel. Also das muss man, glaube ich, mal in den richtigen Kontext setzen. Ich finde, leider sieht es jetzt nicht optisch so stark aus, wie das bei Balatro der Fall war, ne? Was ja sich auch deswegen so hervorragend anfühlt, alles anzuklicken und die Karten auszuwählen und dann auch die Zahlen hochschießen zu sehen. Das ist jetzt, glaube ich, bei Dungeons and Degenerate Gambler nicht so, aber das Grundkonzept klingt dennoch interessant. Und zwar ist es hier kein Poker, sondern Blackjack, was man spielt. Und dann im Kampf gegen andere Leute, dass du dann immer permanent versuchst, natürlich auf die 21 zu kommen und die Differenz zwischen dem, was man selber erreicht hat und was der Kontrahent erreicht hat, das wird dann jeweils von den Lebenspunkten abgezogen.
Also dass da so ein bisschen Blackjack wird mit Yu-Gi-Oh! Verbunden, zumal man dann hier auch noch zusätzliche Karten einsetzen kann, natürlich wieder, um die Chancen zugunsten der eigenen Seite zu ziehen. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Ich hoffe, dass es mich ebenfalls, beziehungsweise in dem Fall, ich hoffe, dass es gut ist, aber ich hoffe, dass es mir nicht so die Zeit rauben wird wie Balatro. Signy, hoffentlich, Signy, I don't know, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wofür dieses scheinbare Akronym steht, All Guns Blazing, ist ein neues Schmapp von Konami tatsächlich veröffentlicht, die in ihrem Marketing auch gedacht haben, warte mal, wie schaffen wir es heutzutage in der heutigen Zeit, einen Schmapp noch wirklich, also ein Shoot'em'up, noch wirklich interessant zu gestalten. Wie schaffen wir das Ganze, es zu vermarkten? Weil wenn wir jetzt das reine Gameplay zeigen, das sieht natürlich so ein bisschen, oh ja, okay, kenne ich noch von früher, für die Leute, die jetzt nicht im Genre drin sind. Ich weiß, was wir machen. Wir beauftragen irgendeinen Fußfetischisten und lassen uns von dem einen Trailer erstellen, wo du die Protagonistin sehr, sehr nahe siehst und auch in Tarantino-Einstellungen für eine gewisse Zeit. Ich weiß bei dem Trailer gar nicht, ob ich den problemlos hier auf YouTube zeigen kann. Googelt den einfach mal, also sucht den einfach mal, der ist hier auf YouTube, aber ich weiß nicht, ob ich dann irgendeine Age-Restriction bekomme, wenn ich den poste. Keine Ahnung, ob es funktionieren wird. Das eigentliche Spiel sieht an sich sehr interessant aus und ich möchte auch gerade bei so einem Genre, es kommen haufenweise Schmaps jedes Jahr raus, aber es sind eben vor allem von kleineren Teams, von Indie-Entwicklern, teilweise eben auch von japanischen Indie-Entwicklern, wo du dann die nicht mal auf Steam findest, sondern du musst dann eben auf DL-Site gehen, um sie irgendwie runterzuladen, neben den ganzen anderen Titeln, die da ihr Unwesen treiben. Und da ist es eigentlich immer ganz cool, wenn dann ein größerer Publisher daherkommt, selbst wenn es Konami ist, und sagt, hey, wir veröffentlichen nochmal ein neues Spiel in der Art. Das heißt, alleine aus der Perspektive heraus möchte ich dem Ganzen eine Chance geben und es sieht auch recht kompetent aus. Eden Genesis scheint eine Art Dust Force inspiriertes Spiel zu sein. Und dadurch, dass es wirklich, also zumindest basierend auf meinem Wissen, kein anderes Spiel gibt, was überhaupt in die Richtung von Dust Force geht, was sich auch nur ansatzweise so spielt, dann einen neuen Titel zu bekommen, der, ja, ich finde jetzt stilistisch nicht so gut aussieht wie ein Dust Force, nicht so sicher ist wie ein Dust Force, aber trotzdem immer noch interessant genug. Da denke ich mir, was diese Lücke in meinem Herzen füllen kann, das muss ich auf jeden Fall spielen. Und Eden Genesis scheint genau das zu sein. The Crush House, ein weiteres Devolver Digital Spiel. Das wurde ja letztens auf der Devolver Digital, diese Pressekonferenz, also dieses Horrorvideo, was sie dieses Jahr mal hochgeladen haben, wurde das ein bisschen vorgestellt und ich hatte mir auch nochmal separat dazu Sachen angesehen, da ich es nicht wirklich verstanden hatte. Und mittlerweile klingt das aber wirklich cool, weil das The Crush House ist eine Reality Show, die auch dann über mehrere Durchgänge läuft und dann immer wieder die gleichen Contestants dazugeladen werden, die auch unterschiedliche Persönlichkeiten haben und man selber übernimmt dann die Rolle von einer, ich glaube, Kamerafrau in dem Fall und muss dann sich entscheiden dafür, was gezeigt wird. Und du willst natürlich dementsprechend auch die Ratings hochhalten, du willst das Ganze so ein bisschen manipulieren, dass dann auch gewisse Persönlichkeiten zusammenstehen, damit die dann eine Drama haben oder irgendeine Liebesbeziehung oder sowas. Ne? Die ganzen Charaktere, die Contestants, die haben feste Persönlichkeiten und basierend darauf, wenn du sie ein bisschen kennenlernst, kannst du auch verstehen, was für Interaktionen daraus entstehen werden. Du musst dann auch gleichzeitig noch schauen, um Geld zu verdienen, Werbung zu schalten, wie das eben auch in so einem Livestream ist. Aber wenn du Werbung schaltest, verlierst du natürlich auch dann aktive Zuschauer. Das heißt, auch hier musst du schauen, wie oft, wann zeige ich dann die Werbung, um Geld zu verdienen, weil das Geld, das benutzt du dann, um wieder in Ressourcen in diese Show reinzustecken, um das Ganze am Leben zu erhalten. Und dann gibt es nochmal die zusätzliche Ebene, dass wenn es nachts ist und dann der Livestream aus ist, dann kommen die ganzen Bewohner aus dem Haus zu einem mit gewissen Nebenaufgaben, Aufträgen und man entdeckt dann gleichzeitig noch unter diesem ganzen Anwesen so einen düsteren Subplot. Da kann man sich ja vorstellen, in was für eine Richtung das dann vielleicht gehen könnte. Und das klingt wie eine vollkommen absurde, wilde Mixtur, die ein hervorragendes Spiel sein kann. Und ich glaube, deswegen ist das jetzt auch weiter auf meiner Liste nach oben geschossen, nachdem ich mir ein bisschen mehr dazu angesehen habe. Es kann natürlich auch vollkommen in die Hose gehen. Also gerade bei so einem Aufbau und so einem Konzept, wenn
wenn das nicht, also da nicht alle Elemente gut ineinander greifen, zerfällt das alles. Also dieses Crush-Kartenhaus zerfällt dann wieder sofort. Aber es könnte eben auch eine total einzigartige, coole Erfahrung sein. Und genau deswegen möchte ich es diesen Monat auf jeden Fall spielen. Just Crow Things ist so ein bisschen, geht in die Richtung von, wir haben ein Spiel mit einem Tier und dieses Tier muss Leuten auf den Sack gehen. Ne, also sehr stark wahrscheinlich inspiriert von Titeln wie Untitled Goose Game. Nur, dass du hier statt mit so einer Gans dann mit einer Krähe rumläufst und die kann auch ein bisschen mehr machen. Die kann dann zum Beispiel auch einen Flammenwerfer aufnehmen und dann Leute mit diesem Flammenwerfer brutzeln. Und alleine dafür, mit einer Krähe, mit einer süß aussehenden Krähe rumzulaufen und Leute zu tormenten und sie zu ärgern, ich glaube, alleine dafür kann ein Spiel auch ganz hoch mal auf meiner Liste sein. Und wo wir gerade bei Spielen sind, die von Untitled Goose Game inspiriert wurden, die Macher von Untitled Goose Game haben diesen Monat ihr neues Spiel veröffentlicht, Thank Goodness You're Here. Das ist auch schon rausgekommen und hat tatsächlich einen, ich glaube, 90er Metacritic, also ist auch fantastisch angekommen, sieht auch hervorragend aus und ist ein Spiel in einem sehr absurden Comic-Stil gehalten, alles auch vertont. Vor allem auch sehr mit Charakteren, die starke Akzente haben, also die dann starke britische, schottische Akzente haben, wo es auch wichtig ist, die Untertitel anzumachen, selbst wenn du das Englische perfekt verstehen kannst. Ich meine, das ist genauso, als wenn die das Spiel hier machen würden und dann kommen Leute mit irgendwie tiefstem Bayerisch an. Da bräuchte ich auch deutsche Untertitel, um die zu verstehen. Und es geht dann wirklich darum, in dieser Welt mit allem zu interagieren, so einer kleinen, weirden Person, mit der man Sachen klatschen kann, irgendwo rumspringen kann und du versuchst dann Aufgaben zu lösen durch diese limitierte Interaktion und das Ganze ist ein Spiel, was dann natürlich sehr stark von seiner Comedy und von seinem Slapstick lebt. Ich werde das auf jeden Fall versuchen, diesen Monat noch nachzuholen und zu spielen, scheint auch nicht besonders lang zu sein und dann eben auch gerade zu sehen, oh, das hat jetzt schon eine hervorragende Bewertungen bekommen von Leuten, deren Meinungen ich auch vertraue teilweise. Da gehe ich davon aus, dass ich ebenfalls Fan davon sein werde. Aber das werden wir dann sehen. Black Myth Wukong. Ich wünschte, dieses Spiel wäre einfach befreit von irgendwelchen Skandalen oder teilweise sogar Verschwörungstheorien, die natürlich wieder aufkommen müssen. Können wir diesen ganzen Mist einfach mal sein lassen, dann muss ich mich auch nicht gezwungen fühlen, irgendwie in Videos darauf einzugehen. Lassen wir das einfach mal beiseite. Black Myth Wukong, natürlich ein weiterer so Souls-artiger Titel, der aber gerade durch sein Gegnerdesign besticht. Also das ist wirklich jetzt auch, nachdem ich mir nochmal so ein paar Previews angesehen habe, ja, die Umgebung wirkt teilweise auf mich generisch. Es hat dann diesen, oh ja, wir haben so 0815 in Unreal Engine 5 Sachen erstellt und dann alles auf Default gelassen. Aber das Gegnerdesign, holy fuck, sieht das gut aus. Die Kampfanimationen sehen großartig aus. Und gerade da es mehr nach einem Boss-Rush-artigen Spiel auszusehen scheint, also wenn ich da höre, oh, wir haben eine Preview gespielt und in der Zeit 6 Bosse irgendwie gemacht, dann denke ich mir, ja, da wird es zwischendurch nicht viel Leerlauf geben. Und das ist eine Sache, die ich an sich auch ganz interessant und ganz gut finde, weil viel zu viele von diesen Souls-like-Spielen, das Einzige, was sie dann teilweise können, sind die Bosse und das, was sie nicht so richtig können, ist das klassische Level- und Encounter-Design zwischen diesen Bossen. Das ist oftmals das größte Problem der Spiele und wenn der Teil dann reduziert wird, also ich hoffe jetzt nicht, dass er dann einfach nur aus ellenlangen Laufwegen besteht, durch die ich einfach durchrennen kann, ich hoffe, dann machen wir es auch so ein bisschen kürzer, aber wenn dann der Fokus auf den Bossen ist und ich dazwischen nicht so viel Zeit verplempern muss, dann scheint es in meinen Augen auch eine gute Ausrichtung zu sein, aber das werden wir dann sehen, wenn es dann Mitte, Ende des Monats bei uns erscheint. World of Goo 2 ist an der Welt leider vollkommen vorbeigeschossen. Das Spiel ist ja auch mittlerweile veröffentlicht, hat, glaube ich, gerade einmal 4 Kritiken auf Metacritic und es reicht damit nicht einmal zu einer offiziellen Bewertung. Also du siehst da nur, hier sind 4 Kritiken, aber es ist nicht mal ein offizieller Metacritic dahinter. Und das ist mega, mega schade, weil World of Goo, das war noch vor Castle Crashers, das war noch vor Braid, so der erste richtig, richtig, richtig große Indie-Erfolg, der auch ordentlich, ordentlich Geld gemacht hat. Fantastisches Spiel. Das Entwicklerstudio hat danach auch nur Banger rausgehauen. Also Little Inferno war fantastisch. Human Resource Machine ist ein großartiges Puzzlespiel. Und World of Goo gehört auch bis heute noch zu einem der besten Puzzlespiele aller Zeiten.
Und deswegen freue ich mich auch auf den zweiten Teil, aber es scheint im Marketing, in der PR nicht wirklich so zu funktionieren. Das Ganze ist in einer Kooperation dann auch mit Epic entstanden, dass die denen das Geld gegeben haben. Das heißt, die PC-Version erscheint auch wieder nur im Epic Game Store. Das wird natürlich die ganzen Leute freuen, sorgt auch dafür, dass gerade bei so einem Indie-Spiel dann die Berichterstattung oder eben auch die überhaupt nur der so Word of Mouth von Leuten, die das dann eben spielen, relativ gering bleibt. Es ist zum Glück noch auf der Switch erschienen, aber auch auf keinem weiteren System. Ich weiß nicht, ob es auf der Switch nur erschienen ist, weil World of Goo damals auf Konsole als, ich glaube, WiiWare-Titel rausgekommen ist und da eben noch die Verbindung zu besteht. So ihre restlichen Indie-Spiele bringen sie eigentlich fast auch immer nur auf Nintendo Switch-Hardware raus, was ich ein bisschen schade finde. Aber es ist sehr, sehr schade zu sehen, wie dieser Titel vollkommen untergeht, wie er keine mediale Berichterstattung findet. Aber es liegt eben auch daran, dass nicht wirklich was versucht wurde. So, ja, es war dann in einer Nintendo Direct drin, es war vielleicht noch hier irgendwo auch mal in einem Event gezeigt, aber nirgendwo auf den restlichen Showfloors dann jemals zu sehen, nirgendwo an Leute Preview-Builds gegeben. Ich habe nicht mal eine E-Mail gefunden, wo ich irgendwie ein Rezensionsmuster anfragen könnte dafür. Also ja, ist super schade. Ich möchte dem auf jeden Fall noch eine Chance geben, aber kostet eben auch, ich glaube, 30 Tacken oder so. Und da bin ich dann selbst auch so, bei den ganzen anderen Sachen, die auch wichtig sind und weiß ich ja nicht, da werde ich dann auch zu jemandem, der dann lieber auf einen Sale wartet, was natürlich garantiert auch auf viele andere Leute dann zutrifft und das schadet dem Spiel wahrscheinlich weiterhin. Ja, ein bisschen kacke zu sehen, dass dann so ein immer noch guter und wichtiger Legacy-Titel der Indie-Szene einen zweiten Teil bekommt und dann interessiert es niemanden. I Am Your Beast. Nachdem letzten Monat Clickholding rausgekommen ist, erscheint jetzt schon direkt das nächste Spiel von diesen Leuten, was ja auch gerade erst vor kurzem auf dem Summer Game Fest angekündigt wurde, ist dann jetzt schon draußen I Am Your Beast, ein First-Person-Speedrun-Spiel. Also kann man so ein bisschen vergleichen in dem Sinne mit einem Neon White, aber geht schon in eine andere Richtung, also nicht nur allein wegen der Ästhetik. Also es erinnert mich am ehesten, würde ich sagen, an die Schneelevel aus 13, aber natürlich auch die Aufmachung davon. Das ist hier, du hast zwar auch die ganzen Platforming-Elemente, aber dann normale Gegner, gegen die du kämpfst und bei denen es dann auch dann wichtig ist, dann Headshots zu verteilen, schnell ein Level durchzukommen. So viele, du musst nicht immer alle Gegner töten, aber natürlich für jeden Kill, den du machst, kriegst du dementsprechend auch einen Zeitabzug. Das heißt, dass die reine Zeitrechnung von dem Spiel ist auch nochmal anders aufgebaut als bei einem Neon White. Finde ich cool, gerne mehr solcher Speedrun-Spiele. Die Demo dazu war schon ziemlich cool und deswegen gehe ich auch davon aus, dass das vollwertige Spiel sehr geil sein wird. I Am Your Beast, falls ihr das noch nicht auf dem Schirm haben sollte. Das ist definitiv ein Titel, finde ich, den man diesen Monat im Auge behalten sollte. Und ebenfalls im Auge behalten sollte, ist jetzt wieder ein Spiel, was außer mir keine Sau kennt oder komplett vergessen hat. Core Memory Unlocked für ein paar Leute, wenn ich erwähne Völgar The Viking 2. Das ist ein Indie-Spiel, der erste Teil, glaube ich, vor über 10 Jahren rausgekommen, also so Anfang der 2010er erschienen und damals noch so ein bisschen leichte Aufmerksamkeit bekommen, war auch einer der sehr frühen Games with Gold-Titel für die Xbox One, da habe ich es dann damals bekommen, als die Version dafür rauskam und für mich ist das einer der besten 2D-Action-Plattformer aller Zeiten. Natürlich absolut hart, natürlich geht es da auch um Commitment, das heißt, wenn du einen Sprung beginnst, dann kannst du den in der Richtung nicht mehr ändern, aber du hast sehr viele Möglichkeiten. Du hast nicht nur den normalen Angriff, du hast eine Rolle, du hast eben auch noch einen Fernkampfspeer, den du einsetzen kannst, du kannst die Sachen miteinander kombinieren, du hast dann auch noch ein paar mehr Plattforming-Möglichkeiten. Und das ist ein sehr schweres, aber auch präzises Spiel, bei dem ich zumindest beim ersten Teil keinerlei Unfairness oder sowas eben gesehen habe. Und jetzt auch die Trailer zum zweiten sieht natürlich aus wie ein sehr striktes, direktes Sequel. Ist, glaube ich, auch eine Sache, wo der Entwickler gesagt hat, es war am Anfang gar nicht geplant, aber jetzt nach der ganzen Zeit nochmal Lust drauf gehabt. Und wenn es einfach nur so gut ist wie der erste Teil, dann würde ich auch sagen, dann habe ich ein weiteres fantastisches 2D-Action-Spiel. Ich weiß, dass viele Leute, die jetzt auch vielleicht nicht mit, also die jetzt auch heutzutage nicht regelmäßig eher die älteren, klassischeren
2D-Action-Titel auf einem NES oder SNES dann spielen, vielleicht davor eher zurückschrecken. Aber so Leute, die klassische Castlevanias mögen, die eben auch gerade sowas wie Rondo of Blood mögen, die auch Sachen wie Ghosts and Goblins mögen, die sollten auf jeden Fall ein Auge darauf werfen. Der erste Teil ist absolut fantastisch und ich gehe auch davon aus, dass es beim zweiten nicht anders aussehen wird. New Mata ist, glaube ich, der Name. Also ich habe extra nochmal nachgeschaut. Das fand ich übrigens super lustig. Ich habe nachgeschaut, wie spricht man diesen Namen aus? Weil ich weiß, dass es bei uns im Deutschen ja dann, glaube ich, Pneuma und dann eben deswegen Pneumata ausgesprochen wird. Aber ich glaube, im Englischen ist das P stumm und du machst es dann nur Neu oder Newmat und dann Newma. Und dann weiß ich aber auch nicht mit dem T am Ende, keine Ahnung. Hab so ein YouTube-Video angeschaut, bei dem dann, ne, es gibt ja immer diese, how to pronounce Videos. Und klicke auf das Video und ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Joke war oder KI generiert, aber der Typ hat das dann einfach Numena irgendwie ausgesprochen. Und dann scroll ich nach unten und das Video hatte einen Kommentar und der Kommentar war von dem Entwickler des Spiels. War von dem Entwickler und meinte so, okay, das ist jetzt offiziell, dass Leute das auch Numena aussprechen können. Aber ja, scheinbar ist es New Mata, ein Survival-Horror-Spiel, das ich letztes Jahr, glaube ich, entdeckt habe, als es auf den diversen Events gezeigt wurde. Sollte auch schon Ende letzten Jahres erscheinen, wurde dann mehrfach verschoben, aber jetzt tatsächlich nochmal vorverlegt. Also das Spiel wurde so häufig verschoben, dass man irgendwann gesagt hat, nee, halt, stopp, zurück, es ist jetzt doch rechtzeitig fertig. Wir können es im August rausbringen. Und da bin ich sehr gespannt. Survival-Horror-Spiel aus der First-Person-Perspektive, was ich finde auch einen fantastischen Stil hat und mehr scheinbar auch in so diese psychologische Horrorrichtung des Survival-Horror-Genres zu gehen. Und alleine, ich glaube, als ich das Cover gesehen habe und das Bild davon, das hat mich schon vollkommen auf seine Seite gezogen. Und als natürlich ein großer Horror-Fan, als ein Fan von Survival-Horror, psychologischen Horrorspielen, bin ich bei sowas vollkommen dabei. Und wir müssen noch gucken, ob es in unsere Zeitplanung reinpasst, aber wir werden ansonsten das wahrscheinlich nachliefern. Auch eine Episodenbesprechung bei unserem Horrorspiel-Podcast Ink Ribbon Radio. Falls ihr da noch nicht Hörer, Hörerin sein solltet, schaut mal gerne vorbei. Ink Ribbon Radio sollte auch unten verlinkt sein. Und New Mata, ich freue mich drauf. Crypt Custodian, schon das zweite Spiel diesen Monat, wo man eine Katze spielt. Aber dieses Mal ist es nicht, okay, du bist jetzt die Katze in der großen Stadt oder du bist die Katze in der postapokalyptischen Stadt, sondern du bist eher so, was ist, wenn wir ein Top-Down-Metroidvania-Zelda-Spiel machen und dann dein Charakter ist einfach nur so eine anthropomorphe Katze, die aussieht wie, na, als würde sie einfach permanent nur die Augen weit aufreißen. Also den Stil davon finde ich super putzig, super geil, aber auch spielerisch scheint das Ding was drauf zu haben. Und ich habe es ja schon gerade gesagt, versucht, es ist ein Metroidvania, aber aus einer so leicht angewinkelten Top-Down-Perspektive, in der es dann spielerisch mehr wie ein klassisches Zelda wirkt. Und das ist alles, was ich heutzutage in meinem Leben noch brauche. Und gerade mit der stilistischen Ausrichtung, mit dem Charakterdesign vom Protagonisten oder von der Protagonistin, ich weiß gar nicht, ob das, oder keine Ahnung, die non-binäre Katze ist mir auch egal. Ich finde, das Design sieht cool aus, da freue ich mich drauf. Und wir bleiben bei Zelda-inspirierten Spielen. Wir bleiben bei Castaway. Und das hat nichts mit Tom Hanks zu tun. Ich hoffe, in dem ganzen Spiel ist kein Volleyball zu sehen, sondern das ist ein, und ich glaube, das fällt sofort auf, wenn man sich das Gameplay hier gerade ansieht, ein sehr, sehr stark von Link's Awakening inspiriertes Spiel, also ein Top-Down klassisches Zelda-like. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute, die so ein Spiel heutzutage wieder haben wollen. Das natürlich auch ich bin riesiger Fan von Breath of the Wild, auch ich bin ein riesiger Fan von Tears of the Kingdom und ich freue mich auch sehr auf das Zelda-Spiel nächsten Monat mit Zelda eben. Aber auch mir juckt es selbst wieder in den Fingern nach einem klassischen Top-Down 2D-Zelda und genau das scheint man hier bei Castaway zu bekommen und alleine deswegen gebe ich dem Ding schon mal im Vorfeld, ich will nicht sagen 2 Daumen nach oben, weil nachher ist es scheiße und dann stehe ich irgendwie dumm da.
Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich sage, hey, hier mehr Aufmerksamkeit, dafür zumindest die Aufmerksamkeit, die ich mit meiner Plattform bieten kann. Emio, The Smiling Man, Famicom, Detective Club. Ich finde das so geil, dass alle Leute am Durchdrehen waren, als Nintendo diesen Teaser veröffentlicht hat. Oh, was ist das? Der Papiertütenmann, ist das ein Guilty Gear Crossover? Oh, das ist ab 18, was ist denn da los? Und die ganzen Videos sind rausgekommen, Leute waren so, oh, was kommt jetzt für ein krasses Horrorspiel, ARG? Und dann hat sich rausgestellt, oh, es ist ein neuer Teil in der Famicom Detective Club Reihe. Nach 30 Jahren. Das ist ja auf dem NES ursprünglich erschienen und hatte dann vor 2-3 Jahren ein Remake auf der Switch bekommen. Und Emio the Smiling Man ist nun ein weiteres Spiel in dieser Reihe. Und während dann viele, viele andere, glaube ich, gesagt haben, oh, Visual Novel, jetzt ist das kein Maskottchen-Horror, wo die ganze Zeit in mein Gesicht geschrien wird, oh nein, langweilig, das kann jetzt mein 6-Jähriger aber nicht spielen, da muss er leider lesen. Und auf der anderen Seite bin ich so, oh, jetzt finde ich es aber interessant. Weißt du, vorher bei diesem Teaser, wo man eh nichts gesehen hat, war mir das scheißegal. Aber als ich dann gesehen habe, oh, Famicom Detective Club, ach, Nintendo Visual Novel ab 18 Jahre in so einer alten Serie, wir bringen das dann, wir machen nicht nur ein Remake, wir machen sogar einen neuen Teil da drin. Oh, geil, das brauche ich mega, da habe ich voll Bock drauf. So, das hat sich dann, das Interesse hat sich, glaube ich, sehr, sehr gekippt von den Leuten, die vorher ganz oben waren und ich dann so, ja, lass mal abwarten. Und dann nachher, als es rauskam, war ich so, oh ja, beste Entscheidung. Ich habe ganz am Anfang vom Video gesagt, ne, es muss Spiele, die es weit nach oben auf diese Liste schaffen, das müssen keine Spiele sein, von denen ich ausgehe, dass sie mir gefallen werden. Das müssen keine Spiele sein, bei denen ich ausgehe, dass sie besonders gut werden. Ich muss nur aus egal welchen Punkten auch immer Interesse daran haben, das zu spielen und das eben auch mehr Interesse haben, das zu spielen als bei anderen Sachen. Und ja, das trifft auch bei Star Wars Outlaws zu, einfach weil ich so fasziniert bin mittlerweile davon, was das genau wird, wie das aufgefasst wird, wie das mit den kompletten Ubisoft-Isms zurechtkommt und ja die Tatsache, dass man auch in diesen ganzen Preview-Events schon den Jank zwischendurch sieht, weil es ist ja von dem Massive-Bla-Studio, glaube ich. Ich weiß nicht, ob welches das genau mehr war bei Ubisoft, aber es sind auf jeden Fall die Macher von The Division 1 und 2, wo man sich ja sagt, oh ja, Third-Person-Shooter, Deckungsshooter-Sachen, die können die. Aber was ja auch vorher dann vielleicht auch in deren Engine und so nicht umgesetzt werden musste, das waren Fahrzeuge. Oh, jetzt hast du hier auf einmal ein Fahrzeug und es sieht teilweise ein bisschen janky aus. Was du vorher nicht hattest, war richtiges Plattforming, weil das Einzige, was du hattest, war, oh, du kannst dich hier irgendwo hoch und abseilen oder mal über eine hüfthohe Mauer drüber schwingen. Und jetzt hast du hier tatsächliche Plattforming-Segmente. Oh, die sehen aber ein bisschen janky aus. Und das ist so eine weirde Kombination von allem, wo je nachdem, was ich gerade in dem Spiel sehe, es entweder kompetent oder vollkommen daneben aussieht. Und dann ist es natürlich auch nochmal Star Wars Lizenz, das heißt, da bist du sowieso gefangen in der schlimmsten Fanbase momentan, wo du, egal was du machst, scheinbar gehatet wirst für alles. Ich wünschte nur, es gäbe, Alter, das mit der Protagonistin, dass da jetzt wieder Leute irgendwelche Verschwörungstheorien da aufbringen müssen. Das ist so der ganze Kram. Können wir das einfach mal sein lassen? Können wir mal einfach aufhören, irgendwelche Screenshots zu nehmen, wo dann fünffach rangezoomt wird und wir ignorieren alle anderen Promomaterialien, alle anderen Bilder davon. Wir ignorieren einfach, dass Ubisoft in ihrem Charakterdesign schon immer Probleme hatte, das dann je nach Lichteinstellung und Positionierung gut aussehen zu lassen. Können wir einfach mal einen Ball flach halten? Können wir alle einfach mal gemeinsam, wir gehen einfach mal alle gemeinsam raus und dann treffen wir uns irgendwo auf einem Rasen und dann fassen wir den an. Bitte. Oder alle mal gleichzeitig irgendwie Fenster auf Kipp machen. Das kann doch, weißt du, es gibt so viele Sachen, für die du Ubisoft kritisieren kannst. Alleine auch bei dem Spiel wieder hier, das ist ihre ganzen, 130.000 Euro Edition, aber die musst du haben, wenn du es 3-4 Tage früher spielen willst. Und dadurch, dass es online gebunden ist und du dich anmelden musst, kann es dann nachher wieder irgendwelche Probleme geben und dann haben Leute so viel Geld ausgegeben und können es dann nicht früh spielen, wie das bei Suicide Squad der Fall war. So, keine Ahnung, dass das Missionsdesign vielleicht wieder klassisch Ubisoft sein wird, weiß ich nicht. Da gibt es so viele Sachen, die
du kritisieren kannst, können wir dann den Bullshit einfach mal bitte, bitte für einen Tag an den Nagel hängen oder so. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Abseits von dem Diskurs bin ich sehr gespannt auf den restlichen Diskurs zu dem Spiel und werde es mir auch auf jeden Fall deswegen holen und hier auch garantiert ein Video zu machen. So, kommen wir aber wieder zu Spielen, auf die ich mich wirklich freue. Kommen wir wieder zu Sachen, auf die ich mich freue, weil ich davon ausgehe, dass sie gut sind. Kommen wir zum Spiel, von dem von euch wahrscheinlich noch nie jemand irgendwas gehört hat. Und zwar Shadow of the Ninja Reborn. Und das ist ein weiteres Retro-Revival. Das gab es ja schon bei Wild Guns, das gab es schon bei Ninja Warriors und das gab es auch schon letztes oder vorletztes Jahr war das bei Pocky und Rocky. Und das ist dasselbe Team, was jetzt auch hier wieder absolut, bleiben wir mal, weißt du, wir sind jetzt in den 90, gehen wir in die 90er zurück, dann bleiben wir auch bei den Begriffen, absolut granatenstark ist. Denn das ist wirklich das beste Beispiel dafür, wie setzt du klassisches Pixel-Art in der heutigen Zeit um. Wie nimmst du ein Spiel, was dann teilweise auf dem Super Nintendo, und ich meine hier im Fall von Shadow of the Ninja ist es eben noch älter, wie nimmst du ein solches Spiel und setzt das in modernes 16:9 HD Pixel-Art um, ohne den Stil davon zu verändern, ohne eben auch den Core davon zu verändern, und wie nimmst du die Spielmechaniken, setzt sie auch so um, dass es sich immer noch nach dem klassischen System anfühlt, aber erweitert das Ganze. Du nimmst dann auch noch neue Figuren hinzu, neue spielerische Möglichkeiten. Und das Team hat jetzt mal um mal um mal, also Wild Guns, absolut fantastische Umsetzung davon. Hier The Ninja Warriors Return oder wie das da irgendwie hieß, eines der besten Beat'em-Ups aller Zeiten. Pocky and Rocky, Reshrined, großartiges Spiel, auch da in seinem Genre ein absoluter Meilenstein. Und deswegen freue ich mich auch einfach so sehr. Also das war jetzt dreimal vollkommen ins Schwarze getroffen. Ich gehe einfach davon aus, dass jetzt auch dieser vierte Versuch wieder absolut großartig wird und es sieht fantastisch aus. Also ich zeige ja auch gerade die Trailer und das Videomaterial und wie man bei so einem Pixelart nicht sofort irgendwie im Quadrat spritzen kann, das weiß ich nicht. Für mich ist es einfach nur ein Traum und ich freue mich da mega drauf, das dann wieder zu spielen. Und auf dem ersten Platz, ja, auch ich verfalle oftmals meinen nostalgischen Gefühlen. Visions of Mana. Ich hoffe, dass das Ding absolut fantastisch sein wird. Aber ich habe auch ein gutes Gefühl. Also, wenn ich mir ansehe, wie sich die Serie über die Zeit entwickelt hat und wie man dann auch so, oh, wir machen hier dieses Secret of Mana Remake, es ist so mehr für Mobile ausgerichtet, ein bisschen Krebs, keine Ahnung, ups, okay. Dann, hey, wir machen eine fantastische Übersetzung zu Trials of Mana, bringen diese komplette Secret of Mana Collection zu uns, ne, also Cycle Zetsu 3, und dann machen wir davon ein Remake, was sich nicht mehr anfühlt wie so ein billiger Mobile-Klatsch, sondern ein wirklich gut durchdachtes 3D-Action-RPG ist, also mit dem Trials of Mana Remake. Und jetzt machen wir nochmal einen komplett neuen Teil und das scheint dann eine weitere Evolution oder zumindest nochmal eine stärkere Iteration von diesem System zu sein. Sieht absolut fantastisch aus. Also ich würde mal sagen, von dem, was ich bisher gesehen habe, könnte das Dragon Quest 11 den Rang ablaufen als das für mich so schönste in einem Anime-Stil gehaltene 3D-Rollenspiel. Und auch, was ich spielerisch davon gesehen habe, dass das Weltendesign, vor allem eben auch, dass das offene Gebiet, was sie oftmals gezeigt haben, dass das auch sehr stark mit einer Vertikalität arbeitet, dass du die ganze Zeit eine herausragende Bildkomposition auch im Hintergrund hast, wo du drauf zuläufst, und was die Kämpfe eben betrifft. Und da bin ich auch wirklich zuversichtlich. Also ich kann natürlich im Vorfeld nie sagen, oh mein Gott, das wird ein fantastisches Spiel, aber ich habe bei Visions of Mana, also da würde es mich sehr, sehr stark überraschen und wundern, wenn das in irgendeiner Form katastrophal ist. Ist es dann absolut großartig? Ist es nachher eine 9, 10 von 10 Game of the Year? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber ich möchte dieses Spiel, sobald es geht, in meine gierigen Griffel bekommen und das dann auch dementsprechend ausprobieren. Erscheint dann Ende des Jahres zusammen mit gefühlt allen anderen Spielen. Weil entweder kommt im August alles innerhalb der ersten Woche raus und ist bereits erschienen, oder der ganze andere Rest kommt am 29. raus. Naja, auf jeden Fall, das soll es gewesen sein. Das war jetzt, glaube ich, das längste Video dieser Art. Auf jeden Fall mit den meisten Spielen. 34 Titel insgesamt. Und ich hoffe, da war auch für euch was dabei. Ich hoffe, ihr habt zumindest dieses eine Spiel gefunden, das vorher noch nicht auf eurem Radar war, das ihr vorher noch nicht kanntet und das ihr jetzt zumindest mal auf eine Wunschliste gesetzt haben solltet.
Gibt es noch Spiele, die ich verpasst habe? Gibt es noch Spiele, die ihr außerhalb dieser Liste irgendwie spielen wollt? Generell, was sind die Titel, die euch diesen Monat interessieren, die euch irgendwie holen wollt oder zumindest mal auf die Wunschliste zu setzen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich lese mir das immer sehr, sehr gerne durch und bekomme dadurch auch ein ganz gutes Gefühl, was denn eben Leute in meiner Zuschauerschaft dann am besten finden. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video bald wieder, aber natürlich auch in diesem Format dann im September. Bis dann, tschüss!